diesem Jahr. Nicht ein einziges seiner Pokalspiele verlor Yang Yanhua in dieser Saison und sorgte damit für den überraschenden Einzug seiner Mannschaft ins Europapokalfinale. Im ersten Spiel des Tages traf der vielfache chinesische Nationalspieler auf den jungen Ungarn Robert Pagorny. Pagorny, eigentlich nur die Nummer 4 der Budapester, hatte gegen das druckvolle Spiel des Chinesen nicht den Hauch einer Chance. Er unterlag ihm glatt mit 0:2 Sätzen. Im nächsten Spiel konnte die Nummer 1 der Ungarn Karolin Nemeth gegen Andreas Fea-Konat schnell zum 1:1 ausgleichen. Das Spiel des Tages für Jülichs Trainer Hajo Nolten dann die Begegnung zwischen Vlado Broda und dem Ungarn Zoltán Batorfi. An guten Tagen kann der Mann mit dem extrem hohen Ballwurf fast jeden Gegner schlagen. So ging der erste Satz nach spannendem Verlauf mit 23:21 an den Gast. Vlado Broda fand lange keine Einstellung zum technisch versierten Spiel seines Gegners. Aber kämpfen, das kann er. Das 21:15 bringt ihm den Satz Ausgleich. Im dritten und entscheidenden Satz ließ sich Broda nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen. Sein Sieg brachte Jülich mit 2:1 in Führung. Nur noch 2 Punkte bis zum Europapokalgewinn. Als sichere Bank gilt das Jülicher Doppel. Yanhua und Broda sind ein absolutes Spitzenduo und gewannen den ersten Satz schnell mit 21:11. Nach spannendem Verlauf des zweiten Satzes hatten sie beim Stand von 20:19 den ersten Matchball. Doch vergeben. Das baute den Gegner ein wenig wieder auf. Die Ungarn bekamen noch einmal so etwas wie die zweite Luft und gewannen den Satz schließlich mit 22:20. Zum Glück behielten die Jülicher im entscheidenden Satz die Nerven. Das 21:16 brachte den dritten Punkt und die Vorentscheidung. Yang Yanhua ließ sich auch von Ungarns Nummer 1 nicht schlagen und erkämpfte den entscheidenden vierten Punkt. Der TTC Jülich gewann damit zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte einen Tischtennis-Europapokal.